Volle Erwerbsminderungsrente. Welcher Hinzuverdienst wird nicht angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Erwerbsminderungsrente beschäftigt viele Menschen in Deutschland. Ich habe zum Hinzuverdienst auf die volle und teilweise Erwerbsminderungsrente Videos gedreht. In diesen Videos habe ich erläutert, welcher Hinzuverdienst überhaupt auf die jeweilige Rentenart anrechenbar ist. Und uns interessiert natürlich mal die Frage oder eine Antwort auf die Frage, welcher Hinzuverdienst an die volle Erwerbsminderungsrente nicht angerechnet werden darf. Also welcher grundsätzlich nicht als Hinzuverdienst nach § 96a bewertet wird. Und das Gesetz gibt uns natürlich wieder die Antwort. Zum einen ist der Hinzuverdienstbegriff, das möchte ich gerne nochmal betonen, etwas völlig anderes als der viel weitere Einkommensbegriff. Zum anderen begrenzt § 96a den anrechenbaren Hinzuverdienst auf nur einige Arten des Hinzuverdienstes bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Nicht als Hinzuverdienst auf eine volle EM-Rente gelten ausdrücklich das Entgelt, das die Pflegeperson von der pflegebedürftigen Person erhält, wenn es den Umfang des gesetzlichen Pflegegeldes, welches die pflegebedürftige Person von ihrer Pflegekasse erhält, nicht übersteigt. Dann das Krankengeld, das Arbeitslosengeld, gesetzliche Renten aus dem Ausland, Witwenrenten oder Witwerrenten, Unfallrenten, private Renten, Berufsunfähigkeitsrenten, Kapitalleistungen aus Lebensversicherung und als letztes noch Betriebsrenten. Alle die von mir hier genannten Rentenarten sind kein anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die Bandbreite des nicht anrechenbaren Hinzuverdienstes ist wahrscheinlich noch viel höher, aber ich wollte einfach mal die wichtigsten Ihnen darlegen, damit Sie Bescheid wissen und damit Sie gegebenenfalls, wenn es Schwierigkeiten gibt, mit der deutschen Rentenversicherung hier in Kontakt treten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.